Angefangen hat es mit einer Nachricht von einer gemeinsamen Freundin. Priya. Huhu, Patrice. Ich habe eine Freundin, die gerade ein riesen Musikprojekt plant. Es geht auch in die Richtung Hip-Hop und Rap, aber eben mit Herz und Seele. Hör mal rein, was mir meine Freundin geschickt hat. Und vielleicht hast du ja Lust mitzumachen. Habe irgendwie gleich an dich gedacht. Liebe Grüße. Darauf folgt eine Sprachnachricht von Andia, die mir ihre Ideen mitteilte. Mich durchfuhr eine Welle. Ja, ich will mitmachen. Dankbarkeit. Also schick dich ein paar Tracks vom Album Synergie von uns, Agape. Du fandest alle gut, aber ein ganz besonders kopfloses. Das bedeutete mir viel. Es ist ein Zusammenspiel meiner Seele mit meinem Kopf. Beide Parts, wie sie nicht unterschiedlicher sein können, kombiniert in einem Track. Nun mal, weil 12 Jahre existiert der erste Teil, der bislang nie eine zweite Strophe erhielt. Als wartete er auf die zweite schmerzhafte Trennung und die Fragen, die sich aufwarfen. Beide sind jeweils aus Trennungs-, Schmerz- und Wachstumsphasen heraus erschaffen worden. Es ist mir eine Freude, dass die Synergie der verschiedenen Phasen jetzt auf 2 Alben platziert ist. Einmal auf unserem Album Synergie, das in diesem Jahr am 24.08. seinen Release-Tag hatte. Und nur noch auf dem Hörspiel von Andia, Heartbeat Meets Soul, Metamorphose. Ich bedanke mich für diese Ehre. Die Sache mit dem Kopf. Aber wenn der Kopf sich auslebt, wird auf Dauer alles geprägt. Erinnere dich an dich selbst. Von dem Alten, was in der Zeit stehen blieb und sich Schritt um Schritt nach vorn bewegt. Aus der vergänglichen Nuance wird ein Projektil, welches ich abschütteln will. Kopf aus! Kopf aus! Dann ist nichts in meinem Kopf. Mir klopft es so. Dann ist nichts in meinem Kopf wie eine Schlinge von vier. Dann ist nichts in meinem Kopf wie eine Schlinge von vier. Liebste Seele, mit Abschütteln statt Eintauchen verblockst du und läufst Gefahr, dass alles stillsteht. Schau, wie die alten Muster sich weben. Der Faden des Lebens spinnt sich aus dir heraus. Erinnere dich an dich selbst. Erinnere dich an dich selbst. Und das, was tief in dir liegt. Erinnere dich an dich selbst. Erinnere dich an dich selbst. Wenn du überall herumgeisterst, im Leben nichts meisterst, erinnere dich an dich selbst. Nur tust, was dir gesagt. Immer hörst, was das Leben so klagt, dann ist nichts in meinem Kopf wie eine Schlinge von vier. Mit nichts bei der Sache bist, erinnere dich an dich selbst. Dann erinnere dich an dich selbst, wenn dich Gefühle auffüllen, darfst du alles mit deinen Gefühlen rausspülen, sonst wirst du ausgenommen. Darfst du alles mit deinen Gefühlen rausspülen. Kopf aus,
kopflos wie durch Guillotine, kopflos nur durch Videospiele, kopflos ohne Ziele, kopflos wegen Projektilen, kopflos werden wegen Medien, entledigen wegen Stilen, also zieh dich aus der Schlinge, weil schon viele Köpfe fehlen. Kopflos wie durch Guillotine, kopflos nur durch Videospiele, kopflos ohne Ziele, kopflos wegen Projektilen, kopflos werden wegen Medien, entledigen wegen Stilen, also zieh dich aus der Schlinge, weil schon viele Köpfe fehlen. Mein Herz, es klopft so, manchmal fühlt man sich halt kopflos, dann ist nichts im Kopf los. Gibt's dir auch oft so, dann verblockst du's, sei nicht geschockt, wo? Denn dann heißt es Kopf hoch, damit dein Herz auch weiter klopft und nicht Gefahr läuft, dass es einen Stillstand erliegt und nie mehr schlagen wird, so sehr es sich auch anstrengt. Du bemüht, kennst du den Schmerz, wenn du das Übel nicht bemerkst und erst mitbekommst, wenn es in dich hineinfährt. Klingt stark vereinfacht, wenn man nicht einmal für sich, geschweige denn für irgendeinen anderen Zeit hat, weil man überall rumgeistert, aber es nirgendwo meistert, weil man nicht bei der Sache ist und Pläne dadurch scheitern. Dann heißt es nicht den Vogelstrauß spielen, dann heißt es ranklotzen, auch wenn dich Gefühle aufwühlen. Wenn zu viel Druck ist, darfst du ihn mit Tränen rausspülen, um glasig zu bekommen, sonst wirst du auskühlen. Kopflos wie durch Guillotine, kopflos nur durch Videospiele, kopflos ohne Ziele, kopflos wegen Projektilen, kopflos werden wegen Medien, entledigen wegen Stilen, also zieh dich aus der Schlinge, weil schon viele Köpfe fehlen.